100 Fahrzeuge, 100 Tiere, 100 Menschen. Das ist der Zirkus Barelli, der zurzeit in Hannover gastiert, auf dem Expo-Park-Gelände. Und wir hatten keine Lust auf Kino und wollten einfach mal in den Zirkus gehen. Mal gucken, wie der ist. Und da war ich mal richtig gespannt, zumal es lange her ist, als ich das letzte Mal einen Zirkus von innen gesehen habe. Was ich eigentlich erwartet hatte, waren Clowns, die ich nicht sonderlich lustig finde, Musik, die man sofort mit Zirkus assoziiert und, naja, der Standard eben halt. Zwar bot der Einlass zu Beginn einen Eindruck von dem altbekannten Gefühl, was man mit Zirkusattraktionen und den Verköstigungsständen verbinden könnte, doch was mich in der Manege erwarten sollte, hat mich dann doch überrascht. Zirkus Barelli reist ausschließlich nur in Deutschland, in den größten Städten, die es gibt, weil wir gastieren im Normalfall immer 2 bis 4 Wochen in jeder Stadt. So zum Beispiel jetzt auch hier in Hannover bis zum 28. November 4 Wochen lang. Zirkus Barelli ist der zweitgrößte Zirkus in Deutschland. 100 Menschen, 100 Tiere, 100 Wagen ist unser Slogan, der auch stimmt. Also wir haben 100 Mitarbeiter aus 12 verschiedenen Nationen. Und die sorgen dafür, dass am Abend eine ausverkaufte Premierengala auf die Hannoveraner wartete. 3 Stunden lang wurden in dem Barelli-Zelt auf dem Expo-Park-Gelände allerlei Kunststücke, Comedy-Elemente und Tierdressuren präsentiert. Sind Sie nass geworden? Nee, aber jetzt... Wir haben in diesem Jahr ganz aktuell die Preisträger vom Internationalen Zirkusfestival von Monte Carlo, die Truppe Eschenbekow, die beste Reitertruppe der Welt, die dieses Jahr den Goldenen Clown in Monte Carlo gewonnen haben. Das ist die höchste Zirkusauszeichnung, die es gibt. Und dies war mit der akustischen Untermalung des größten Zirkusorchesters in Deutschland ein besonderes Highlight. Spanische Live-Klänge zu rhythmischen Tanz- und Tierbewegungen erlebt man selten im Zirkus. Wir haben jetzt nur für Hannover einfliegen lassen, den besten Jongleur aus Südamerika, ist am Donnerstag direkt aus Acapulco eingetroffen, Juan Pablo Martinez, der schnellste Jongleur aus Südamerika. Letztendlich war ich äußerst überrascht, mit welch spektakulärer Show der Zirkus mich fasziniert hat. Auftakt sehr gelungen.